geht um perfekten Sound. Perfekten Sound bei Ihnen zu Hause, ganz egal, ob Sie mal so in richtig toller Klangqualität Ihre Lieblingshits hören wollen oder vielleicht möchten Sie zum Beispiel auch Ihr Fernsehen klangveredeln. Denn Sie kennen es vielleicht, man war im Kino, hat einen bombastischen Film gesehen, der war so ergreifend, der war spannend und gut. Und dann kommt er vielleicht nochmal im Fernsehen zu Hause, man denkt irgendwie, war das jetzt der gleiche Film? Also irgendwie hat er mich jetzt nicht gepackt. Liebe Zuschauer, das liegt natürlich nicht am Bild oder am Film, sondern an dem Klangerlebnis. Wenn Sie im Kino Platz nehmen, im dunklen Raum, wo Sie einmal diese fantastischen Klänge wirklich rund im Raum verteilt bekommen, ja, da kriegt man schon mal das ein oder andere Mal Gänsehaut. Das bekommen Sie jetzt aber auch zu Hause, wenn Sie zuschlagen, denn wir haben verschiedene Soundbars für Sie. Und beginnen wollen wir auch noch mit einer Kleinigkeit für Sie. Natürlich, TV-Sonderpreise sind vorprogrammiert und deshalb dürfen Sie hier gerne zuschlagen. Wobei wir uns bitte die Soundbar jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz wegdenken. Genau. Die haben wir nur angeschlossen, weil wir natürlich jetzt einen Radiotuner anbieten, liebe Zuschauer, den Sie ganz einfach zu Hause in Ihr Netzwerk mit integrieren können. Das heißt, wir reden von einer Top-Qualität, wir reden von CD-Qualität und wir reden von einer riesengroßen Bandbreite an Möglichkeiten, die dir das Internetradio heutzutage bietet. Wenn du jetzt mal über normales Radio nachdenkst, das kennt jeder, ja, also selbst in frühester Jugend habe ich schon Radio gehört, damals sicherlich noch nicht mit dieser Sendervielfalt wie heute, aber damals hatte man eben das analoge Radio. Ja, und das heißt, man war so auf einen lokalen Bereich, je nachdem, wie stark die Sender waren, je nachdem, wie stark die Funksignale des Senders waren, dann eben dann doch sehr stark eingeschränkt. Wir hatten also bei uns im Kölner Raum dann immer häufig dann den WDR natürlich, klar, als Westdeutscher Rundfunk. Dann gab es vielleicht noch ein Stück weit RTL damals noch, ja, also auch als Radiosender. Und da muss ich auch schon wieder lange überlegen, was es da sonst noch gab. Da hört es auch schon langsam wieder auf. Heutzutage können Sie aber über das World Wide Web, und das ist einer der Vorteile, die wir mit dem Internet heutzutage haben, die Welt rückt immer wieder ein Stückchen näher zusammen, findet man natürlich auch mal Radiosender, die man in Lateinamerika normalerweise als beheimatet sieht. Vor kurzem mal einen Sender aus Brasilien, aus Rio mit Samba-Musik. Ich liebe ja Klischees, das war also schon eine ganz tolle Angelegenheit. Und natürlich auch mal aus Australien, aus Kanada, zur Not also auch mal aus Spanien oder aus Frankreich oder Italien oder was. Ganz egal, wo du es hernehmen möchtest, über das Internet kommst du ohne weiteres dran. Hast natürlich hier also auch eine tolle Möglichkeit, ganz einfach mal den Sendersuchlauf zu starten. Das passiert alles vollkommen automatisch. Hast eine brillante Qualität und natürlich über dieses Display, aufgrund der Tatsache, dass das Internet dir ganz andere Bandbreiten zur Verfügung stellt, ähnlich wie bei einem Autoradio zum Beispiel auch, immer diese Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Das heißt, du weißt, wie der Radiosender heißt, das weißt du auch über die RDS-Funktion deines Autoradios, ja, okay. Aber hier wird es noch mal ein bisschen ausführlicher mit Senderlogo und so weiter dargestellt. Hier weißt du, wie der Moderator heißt, wie der Interpret des Titels heißt, den du gerade hörst, wie der Titel an sich heißt, wie lange er noch gesendet wird, wie das Wetter wird morgen, wie die Aktien also der Telekom stehen, all sowas braucht. Eben. Alle Daten, die man braucht, werden dir jetzt hier über das tolle Display angezeigt. Und wir haben in Deutschland ja den Vorteil, dass wir mehr oder weniger alles in genormten Größen haben. Es gibt ja für alles eine Norm, es gibt für alles eine Standardform und so weiter. Und so ist das bei den Bausteinen einer HiFi-Anlage natürlich auch. Und der Optik her sind wir angelehnt an ganz normale HiFi-Elemente, die in der Regel schwarz sind, schön matt gehalten. Also da sind wir hier ganz, ganz vorne mit dabei von der Optik her. Aber eben auch die Größenverhältnisse passen. Das heißt, du hast nicht 3, 4 verschiedene Bausteine, die nicht zusammenpassen. Ja. Die kannst du ganz einfach ergänzen. Alles, was du brauchst, ist ein Verstärker. Deswegen haben wir jetzt hier die Soundbar angeschlossen, haben uns ein bisschen damit beholfen, ja. Und wir haben leider keinen Internetzugang hier bei uns im Studio. Also das Netz setzt uns ein bisschen drauf in der Präsentation. Also ohne Internet funktioniert es nicht, aber da Sie zu Hause wahrscheinlich dann doch ein wesentlich stabileres Netz haben, davon gehe ich mal aus, dass da nicht 20, 30 Computer dranhängen plus nochmal 17 Drucker oder was, wie hier bei uns im Hause. Da kann man also ohne weiteres aber dann Carsten, davon ausgehen, dass der Empfang gewährleistet ist. Was doch fantastisch ist, dass Sie hier so eine riesengroße Sendervielfalt bekommen. Dass zum Beispiel Menschen, die vielleicht auch gar nicht in ihrem Heimatland leben, zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch das traute Stück Heimat direkt wieder nach Hause zu holen und das über den geliebten Radiosender zum Beispiel. Oder vielleicht haben Sie auch Ihren Lieblingsradiosender in einer anderen Stadt zum Beispiel und sagen, ja, den würde ich ganz gerne empfangen, denn die Musik ist
ist gigantisch. Da kenne ich auch ganz viele Fälle, wo dann wirklich auch über Internetradio dann gesucht wird, ein spezifischer Sender, der einem gut gefällt. Das alles ist möglich, liebe Zuschauer, in einer fantastischen Qualität. Mhm. Und Ihre Bestellnummer für das, für den Internetradio-Tuner, das ist die PX1416 und die 569. Mhm. Knapp 250 Euro, das ist hier die unverbindliche Preisempfehlung. Liebe Zuschauer, Sie kriegen natürlich den grandiosen TV-Sonderpreis 170,91 € für das VR-Radio, den Internet-Radio-Tuner. Ja, Sie merken, da kriege ich also dauernd eine Fehlermeldung. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können hier über den Antennenanschluss ganz klar also über das WLAN gehen, das kabellose Netz also, vorausgesetzt Ihr Router zu Hause, der da wahrscheinlich neben dem Telefon steht, der also auch Ihr Handy mit dem Internet und Ihren Computer mit dem Internet versorgt. Der gibt also die kabellose Weitergabe des World Wide Webs vor. Ja, die meisten modernen Router, das Speedport von der Telekom kann das, die Fritzbox sowieso. Also das Ganze kabellos. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier über den LAN-Anschluss reinzugehen. Und man weiß, kabelgebundenes Internet ist immer ein bisschen stabiler als über die Funkfrequenzen jetzt hier einmal quer durch den losen Raum hindurch. Du hast aber auch noch andere Anschlussmöglichkeiten. Du hast also hier auch noch die ganzen Cinch-Anschlüsse für die Einbindung auch mal von Surround-Systemen, von Soundbars, so wie wir es hier gerade gemacht haben. Das hat der Kevin super gemacht und so ein bisschen beholfen, dass wir kein Internet haben. Dafür können wir nichts. Ja? Das liegt an der schlechten Empfangsqualität und die Breitbandleitung, die wird noch verlegt. Da rechnen wir im Frühjahr mit. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Sendervielfalt, auch die Einstellmöglichkeiten über Genre beispielsweise, ob du jetzt lieber Schlager oder Heavy Metal hörst, kannst du ganz gezielt nachsuchen, ist keine Wissenschaft, ist denkbar einfach von der Gestaltung her und macht einfach nur Spaß. Und das Ganze natürlich auch noch fernbedienbar, kannst deine HiFi-Anlage koppeln, ist voll kompatibel mit allen gängigen HiFi-Komponenten, die es auf dem Markt aktuell gibt oder auch seit vielen Jahren schon gegeben hat. Und dafür 170,91 € mal zuzuschlagen, ist eine tolle Angelegenheit. Super. Auf jeden Fall ein grandioser Preis, 170,91 €. Sie können also hier auch Ihr Genre einfach mal suchen. Lieben Sie Blues, Jazzmusik, vielleicht aber auch Pop? Oder sind Sie auch, wie ich, ein Fan von Schlager? Dann können Sie hier natürlich auch über das Genre Ihren Lieblingsradiosender einmal finden. Und dementsprechend dann natürlich Ihre Lieblingshits hören. Sie sehen hier einmal das Hauptmenü, wo Sie dann dementsprechend einmal die Quelle einstellen oder auch, wie Sie gerne Ihre Musik hören möchten. Über vielleicht einen USB-Stick zum Beispiel oder dann doch das Radio, welches Sie genießen wollen. Liebe Zuschauer, Sie haben eine exklusive nationale Digital-Radiosender. Sie können hier wirklich richtig loslegen. Sie können hier sich den TV-Sonderpreis sichern. Und der ist wirklich grandios, 170,91 €. Und hier sehen Sie noch einmal der Musikplayer. Da sind wir jetzt in den Medienbibliotheken. Ja, und ich guck darunter grad, sehen wir USB-Abspielen, Playlist zum Beispiel, wiederholen an oder aus. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Lied super gut finden und sagen, oh, dann möchte ich aber zwei oder dreimal hintereinander wiederholen, dann geht das auch. Ja, natürlich. Man kann also hier auch direkt einen USB-Stick andocken, wenn man das möchte. Und wir haben natürlich nicht nur das Internetradio, da ist auch ein DAB-Plus-Radio mit drin und natürlich auch ein analoges FM-Radio natürlich, das ist klar. Ja. Aber auch da werden wir hier in einem abgeschirmten Fernsehstudio schlichtweg keine Chance haben, dafür eine vernünftige Empfangsqualität zu sorgen. Ich wollte nur ganz einfach mal ein bisschen was zeigen am Gerät, weil natürlich ein Internetradio ohne Internet nicht wirklich Sinn macht. Das ist ein Auto fahren zu, wie ein Auto fahren zu wollen ohne Sprit drin. Das wirst du auch nicht gut hinkriegen, es sei denn bergab. Ja. Aber vorausgesetzt, Sie haben zu Hause eine stabile Internetleitung, egal ob WLAN oder mit klassischem Kabelanschluss, können Sie das ganze gute Stück hier eben hervorragend verbinden. Und das sieht auch noch richtig klasse aus, weil das eben hier unser Partner entsprechend VR-Radio hier an moderne HiFi-Komponenten angelegt hat. Denken Sie nur bitte dran, Sie brauchen da entsprechend die Anbindung an andere HiFi-Komponenten. Verstärker und Boxen wären da das Minimum. Ihre Bestellnummer, die PX1416 und die 569. 170,91 €. Versandkostenfrei, Ihr TV-Sonderpreis. Liebe Zuschauer, ein Internet-Radio-Tuner, der vom Design her wirklich absolut gigantisch ist. Aber Sie haben natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten. Das Internetradio durften wir Ihnen bereits vorstellen und jetzt kommen wir zu dem besagten Klang, den Sie zu Hause brauchen. Wir haben eine Bluetooth-Soundbar für Sie hier mit einem 3D-Soundeffekt. Lieber Carsten, was heißt 3D-Soundeffekt? Nun, 3D-Soundeffekt heißt ganz einfach, dass du mit einer einzigen Soundbar
aufgrund der Anordnung der entsprechenden Boxenpaare im Gerät selber schon fast einen vergleichbaren Effekt erzielen kannst, wie es sonst eigentlich nur mit einer 5.1 Surround-Anlage möglich wäre. Ah. Jetzt kennt man dieses Thema Surround-Anlagen. Haben Sie bestimmt also auch schon mal gehört, entweder im privaten Bereich bei Freunden gesehen oder natürlich auch im Kino schon genossen, liebe Zuschauer. Es ist nur ein riesengroßer Aufwand. Du hast in der Regel einen Subwoofer für dann die Bässe zuständig. Zum Beispiel hinter der Couch. Genau, das sind ne? die beiden neben Satelliten, die Rear, sagt man, also die, die hinter dir sind. Das muss also auch entsprechend eingerichtet werden. Viele haben die entweder direkt an der Wand platziert oder mit so kleinen Standfüßen ungefähr so auf Höhe der Ohren drin, je nachdem, wie ihre Lieblingsposition da aussieht. Da brauchst du noch zwei weitere Satelliten für den vorderen Bereich. Das heißt, du hast alleine 5 Boxen. Wenn der Subwoofer nicht im Center integriert ist, kommt nochmal eine sechste Komponente dazu. Bedeutet, Platzangebot muss da sein und du musst natürlich dann wahrscheinlich auch, wenn sie nicht gerade funkgesteuert sind, ganz einfach auch ungefähr 50 Meter Kabel durchs halbe Wohnzimmer verlegen. Dann müssen die eingerichtet werden und. Also ein Riesenakt. Hier gehst du ganz anders zu Werke. Hier gehst du nämlich ganz einfach hin und packst dir die Soundbar dorthin, wo du sie haben möchtest. Entweder unter den Fernseher oder auch mal direkt an der Wand platziert. Denn das hier ist eine vollwertige Stereoanlage, die gerne mal als Ergänzung zu einem modernen Flachbildschirm angeboten wird. Weil ich sag mal, ein Flachbildschirm hat zu Recht diese Bezeichnung, weil der Rahmen vielleicht gerade mal so 2 Zentimeter stark ist. Lass ihn 3 Zentimeter haben. Aber viel Resonanzraum für vernünftige Musik ist das nicht. Ja? Diese Soundbar kann also da ein Maximum rausholen, weil sie mit ganz anderen Möglichkeiten agiert. Und das hier bei diesem fantastischen neuen Modell von Orvisio eben auch mit Raumklangerlebnis. Da geht es um bestimmte Abstrahlwinkel. Ich will da nicht zu physikalisch werden. Aber natürlich wird der Schall also auch von den Wänden im Raum wieder zurückgegeben. Und deswegen hast du eben einen gewissen 3D-Effekt. Ja? Wow, und all das hier kompakt in einem Gerät quasi verbunden. Ja. Das heißt also, Sie haben keinen Kabelsalat mehr zu Hause, Sie haben aber trotzdem genau diesen Klang, diesen 3D-Soundeffekt, liebe Zuschauer. Ja. Sie haben hier 80 Watt Spitzenleistung und Sie können übrigens auch Ihre 8 Lautsprecher, die hier einmal verbaut sind, via App steuern. Stimmt das, Carsten? Das kannst du grundsätzlich machen. Die Applikation gibt es kostenlos, aber du hast natürlich auch immer diese kleine Fernbedienung mit dabei, wo du jederzeit mal ganz entspannt vom Sofa oder vom Bett aus deine Soundbar betreiben kannst. Also das finde ich einfach eine tolle Angelegenheit. Jetzt hier. Aber mal Gas, oder? Ja, ich habe keinen Stick drin. Das heißt, wir haben also nichts, was wir großartig abspielen können. Und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, liebe Zuschauer. Das heißt, hier haben wir also entweder den kabellosen Musiktransport via Bluetooth direkt auf die Soundbar vom Smartphone aus zum Beispiel. Du hast aber auch ganz einfach einen Klinkeanschluss mit drin oder kannst auch direkt über den USB-Anschluss mal einen Stick oder eine Festplatte andocken. Ja, Radio ist auch noch mit drin. Das heißt, du hast hier also auch noch einen richtig schönen, guten und brauchbaren Radioempfang. Aber gerade ganz klar dieses Klangerlebnis über die insgesamt 8 Lautsprecher, die hier für einen ganz besonderen Raumklang sorgen, ist einfach nur spektakulär und sensationell. Soll ich noch mal gucken? Jetzt docken wir das Ganze mal an. Über den Stick machen wir das. Wenn uns das Netz schon in die Parade fährt, dann helfen wir uns eben mit ganz einfachen Möglichkeiten. Aber über AUX wollen wir nicht gehen. Sekunde, machen wir einfach mal den nächsten an. Line ist es auch nicht, den ist es nicht. Liebe Zuschauer, ich erzähle Ihnen einfach mal kurz, wie Sie bestellen. 0180 51 51 dreimal die 2, die Rufnummer. Die lieben Kollegen im Callcenter, die warten auf Sie. Die ZX 1605 und die 569, Ihre Bestellnummer und dann geht es los. So, jetzt. Das wollen wir mal hören, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das über unsere Studiomikrofone dann bei Ihnen auch so ankommt, wie das gedacht ist mit diesem 3D-Klangeffekt. Man kann, während wir hier gerade so die Hymne der Kölner Innenstadt hören sozusagen, kann man jetzt hier sogar die Boxenpaare sehen. 1, 2, 3, 4 an der Seite und 4 weitere auf der anderen Seite. Ja, komm her, man muss das Gegenlicht halten, da sieht man es, ansonsten sind die mehr oder weniger versteckt. Und damit kannst du jetzt eben diesen Raumklang erzeugen. Cool, oder? Wow. Und wir sind noch nicht am Ende, das oder? Das macht gute Laune, ja, schreibt gerne mal lauter. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, richten wir die Soundbar mal zu unseren Zuschauern. Ne? Achtung. Cool, ne? Weiter mal weg. Oh. So klingt das normalerweise vom Fernseher bei jeder normalen HiFi-Anlage. Das macht Lust auf mehr, liebe Zuschauer. Wippen Sie mit, tanzen Sie mit, hören Sie Ihre Lieblingssongs oder verwöhnen Sie Ihre Lieblingsfilme hier mal mit einem ganz tollen Klang. Die ZX1605 und die 569, Ihre Bestellnummer, 75,91 Euro, ein Preis, wo man definitiv zuschlagen sollte.
Oh, das mag ich auch. Hit the road, Jack. Kannst natürlich auch jederzeit ganz einfach mal hier, tun wir mal die Bässe rein. Das weiß Ninos. Ja. ZX1605 und die 569, ihre Bestellnummer. Sie werden mitgrooven und mittanzen. Man kann gar nicht anders. 80 Watt Spitzenleistung hier und für alle. So. Unterstützt alle gängigen Audioformate, liebe Zuschauer, für 75,91 Euro sollten Sie hier auf jeden Fall in die Leitung gehen. Ein brandneues Produkt hier für Sie in einem wunderschönen Design. Sehr schlank und vor allem auch diese Klavierlackoptik gefällt mir sehr, sehr gut. Und das wird sich fantastisch in Ihre Wohnung integrieren. Sie haben aber auch noch die Möglichkeit, hier diese Bluetooth-Soundbar mit dem 3D-Soundeffekt zu bekommen, aber mit einem externen Subwoofer. Ja, und da sieht sich nochmal was ganz Besonderes, liebe Zuschauer. Und auch das Modell, was ich Ihnen empfehlen möchte. Denn grundsätzlich sind von Auvisio diese Klangpakete hier, diese Soundbars mit den 8 Boxen, 4 auf dieser Seite, 4 auf dieser Seite, sensationell, wenn man also gerade mal so ein Fernsehapparat wie so einen coolen 50, 60 Zöller in so einem 4K oder so einem Full HD entsprechend mal mit dem richtigen Klangpaket ausstatten möchte. Aber wir haben auch unglaublich viele Menschen, die sagen, Mensch, ich bin so ein richtiger Hi-Fi-Fan, ich höre eben ganz gerne auch mal klassische Musik zum Beispiel oder auch mal Schlager. Mein Gott, wir sind erwachsen genug, da den Musikgeschmack nicht zu kritisieren. Da ist jeder Jeck anders, sagt man in Köln. Aber du brauchst natürlich für verschiedenste Musikrichtungen mitunter also auch mal ein bisschen satten Bass. Ja, und das also bitte nicht nur beim R&B, sondern auch gerade mal bei, da kommt da ganz entscheidend drüber. Oder eben dann auch mal bei Heavy Metal oder eben auch mal bei klassischen Konzerten, wenn du da jetzt die Holzbläser hast beispielsweise oder aber die Blechbläser, die bieten dir ein richtig ordentliches Volumen und die kommen hier über so einen Subwoofer nochmal ganz anders rüber. Schwere Holzbauweise, das heißt sehr schwingungsstabil. Das bietet dir also eine perfekte Qualität. Und die ist jetzt hier direkt mit der Soundbar verbunden, die von der Optik her ganz klar dem ersten Modell ähnelt oder angelehnt ist an das erste Modell, was wir kennengelernt haben. Um nicht zu sagen, die sind mehr oder weniger identisch. Nur bei dem zweiten Modell haben wir gegen einen kleinen Aufpreis im Vergleich zum ersten Modell nochmal zusätzlich den separaten Subwoofer. Und den Unterschied hört man, ehrlich gesagt. 180 Watt ja. Musikspitzenleistung, liebe Zuschauer. Ja, die hört man. Und ich würde sagen, du schaltest auch mal wieder was lauter. Haben wir hier? Oh ja. Under my skin. Geil. Cool. I've got you. Hörst du das? Ich drehe den Subwoofer mal ein Stück zu uns. Deep in the heart of me. Merkst du, wie das kommt? An, ja, so Zuschauer. Deep Achtung, die Bluetooth-Soundbar wird jetzt auch noch einmal umgedreht. Really a part of me. Whoa. I've got you under my skin. Das ist doch wirklich mal ein Knaller hier, oder? Also da kann man natürlich auch noch über die Fernbedienung ganz einfach mal regeln. Also das heißt, wenn Ihnen der Bass ein bisschen zu stramm erscheint oder die Höhen vielleicht noch ein bisschen ausgeregelt werden müssen, alles kein Thema. Aber wenn Sie sich mal überlegen, was Sie für einen Aufwand betreiben müssen, um so eine 5.1-Anlage aufzubauen, eine 3.1-Anlage allein mit den Frontlautsprechern, schon ein Riesenakt. Aber wenn dann noch zwei weitere dazukommen, hinter Ihnen, hinter Ihrem Sofa, dann sitzt der eine links, der andere sitzt rechts und dann sagt der Erste, pass mal auf, ich habe kein Surround-Klang. Wie sieht es bei dir aus? Dann sagt der Zweite, ja, hab ich. Und sobald die Plätze getauscht werden, sieht die Welt schon wieder ganz andersrum aus. Also es ist ein Riesenakt, so eine 5.1-Anlage für alle, die zuschauen und zuhören wollen, vernünftig und manierlich einzurichten. Hier werden zwei Kabel angedockt, Strom kommt dazu und dann geht's los. Ja? Glasklarer Sound. Unfassbar gut, liebe Zuschauer. 180 Watt Musik, Spitzenleistung. Da bekommt man wirklich Lust auf mehr. Und hier sollten Sie auf jeden Fall schnell sein. Ein brandneues Produkt, liebe Zuschauer. 123,41 Euro für wirklich fantastische Klangqualität. Unter der ZX1607 und der 569. Und das macht richtig Spaß. Und vor allem auch Stimmung. Top-Kundenauszeichnungen. 5 von 5 Sternen, liebe Zuschauer. Ein grandioses Produkt, welches wirklich bei jedem Filmliebhaber zu Hause stehen sollte. Bei jedermann, der gerne richtig gut und laut Musik hören möchte, da ist das genau das Richtige. Also hier bitte in die Leitung gehen. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 130 Euro. Sie sichern sich den TV-Sonderpreis hier 123,41 Euro, 229 Euro. Mit Subwoofer, genau, mit separatem Subwoofer, 123,41 Euro, aber das ist fast geschenkt. Ganz ehrlich, also sowas suchst du normalerweise so im 250, 300 Euro Bereich. Und ich habe selbst da also in den Kabinen gesessen, in den Schalldichten und habe mir da verschiedenste Klangpakete mal vorführen lassen. Natürlich geht das immer besser. Du wirst auch immer einen Sportwagen finden, der schneller ist als dein Auto. Du wirst auch immer einen Menschen haben, der ein größeres Haus bewohnt als du. Ja? Aber das ist natürlich alles eine Frage des Preises. Und ich muss sagen, für 123
23 Euro ist man da ganz, ganz vorne mit dabei. Unser neues Flaggschiff hier, liebe Zuschauer. Im ersten Moment dachte ich mir, holla, ist aber schon ein bisschen großzügiger konzipiert vom Platzangebot her. Aber dieses Platzangebot braucht man ganz einfach, wenn man diese Qualität garantieren möchte. Eine Soundbar, die schon sensationelle Werte bietet, die du aber auch ganz einfach mal beispielsweise auch mit einem 5.1 Surround-System koppeln kannst. Und das ganz einfach mit einem einzigen Anschluss. Einfacher und vor allen Dingen brillanter von der Klangqualität kannst du jetzt hier mit so einer, sagen wir doch, relativ kompakten Stereoanlage für deinen Fernseher oder eben ganz einfach für Radio oder Musikgenuss nicht mehr zu Werke gehen. Ich gucke dir den Preis an, wir reden hier von 285 Euro knapp und das ist ein Spitzenangebot für ein richtig ausgereiftes Teil von Auvisio hier. ZX1603 und die 569 und ich würde sagen, wir drehen hier mal noch was lauter, weil die Klangqualität hier wirklich einmalig ist, oder? Ich gehe mal ein Stück nach vorne, damit unsere Zuschauer ganz einfach mal hören, wie das auch mal direkt in Schallrichtung klingt. Merken Sie den Unterschied? Mal ein Stück weg. Ich habe jetzt hier für die Größe der Anlage ungefähr mit 2,5-3 Meter Pi mal Daumen eine perfekte Entfernung von der Soundbar. Das heißt, der Schall kann sich hier in unsere Richtung entwickeln. Und wenn ich jetzt hier mal stehe, stehe ich mal neben Sie, ja? Hammer! Oder? Das macht Spaß, die 6-Kanal-3D-Soundbar, liebe Zuschauer. Also das sind Klänge, die lassen wirklich einfach nur träumen. Ja. Und wenn ich jetzt an das bevorstehende Silvesterfest vielleicht denke, da kann man hier einfach mal richtig loslegen. Da sieht man wirklich, dass die Gäste richtig große Augen machen werden, wenn sie hier einmal ihre 6-Kanal-3D-Soundbar anmachen und mal richtig aufdrehen. Liebe Zuschauer, hier das Frontpanel auch im Klavierlack-Design, also wunderschön von der Optik. Sie haben hier 15 Lautsprecher in 5 Gruppen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und natürlich erleben Sie Filme und Musik hier vollkommen neu. Eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das kann man hören und das wird man auch spüren. Definitiv. Du hast gesehen, es ist ein Touch-Display. Das heißt nicht mechanisch, wie man das früher kannte. Ganz einfach die Tasten bedienen, sondern wie beim Smartphone auch. Einfach nur leicht antippen und dann geht das los. Da möchte ich ganz gerne mal reinhören. Final Countdown ist also wirklich mal ein richtiges Klangerlebnis, wenn du es laut hörst. Scorpions aus dem schönen Hannover. Ja, mach mal laut. Warte. Komm auf. Ich komm mal nach vorne. Moment. Oder? Oh ja. Boah. Das zieht dir aber richtig an der Kopfhaut, das Teil hier, oder? Bitte? Das zieht dir an der Kopfhaut. Ja, das ist einfach fantastisch. Liebe Zuschauer, hier, die Möglichkeiten, die Sie haben, sind wirklich unbegrenzt. Sie werden es genießen und Sie werden auch nie, nie wieder aufhören wollen zu tanzen, mitzuschunkeln. Ja. Oder vor allem auch Filme zu schauen, die Sie sowieso total spannend finden, wenn jetzt hier der Sound in diesem Klangerlebnis nochmal kommt. Ja. Das ist eine andere Dimension vom Fernsehen, das ist eine andere Dimension des Musikhörens. Und dieses Klangerlebnis, das holen Sie sich hier für 284,91 Euro versandkostenfrei nach Hause. Wir haben bei der 6-Kanal 3D Soundbar, liebe Zuschauer, eine unverbindliche Preisempfehlung von 699,90 Euro. Ihre Bestellnummer, die ZX1603 und die 569. Und liebe Zuschauer, der Klang ist natürlich deutlich, deutlich beeindruckender, wenn die Soundbar hier im eigenen Wohnzimmer steht. Natürlich, richtig? Das Studio ist schon sehr groß, sehr offen. Ne? Wenn ich dann in den heimischen 4 Wänden auf der Couch sitze und mir dann hier meine Lieblingshits anhöre, dann ist das nochmal tausendmal. Also wir transportieren natürlich den Klang unserer HiFi-Lösungen jetzt hier von Auvisio überwiegend über unsere Studiomikrofone und die sind eben speziell für die Sprache konzipiert und weniger für Musik. Ich zeige Ihnen hier nochmal ein Stück weit trocken mal eben die ganzen Anschlüsse und dass man da natürlich verschiedenste Anlagen, eine HiFi-Anlage, natürlich auch andere HiFi-Komponenten wie auch mal eine 5.1 Surround-Anlage super noch ergänzen kann. Das kann man sich in etwa vorstellen, sind alle Anschlüsse drin, die eine moderne Soundbar braucht und die man auch super mit modernen HiFi-Lösungen kombinieren kann. Was ich klasse finde ist, ich habe jetzt hier mal so etwas kommentarlos reingegriffen. Ja? Das machen Sie bitte zu Hause nicht, denn das sind die Membranen, das sind die Resonanzräume für die beiden Bassboxen, die drin sind. Einer nach rechts, einer nach links und dann die entsprechenden Paarungen ganz einfach nach vorne weg. Mitunter, je nachdem, wie man sie hält, kann man sie sogar erkennen. Aber das macht Auvisio schon sehr clever, diese Blende darüber. Wobei ich fast überlegen würde, ob ich sie abmache. Ich mag die Membran. Ja, hier sieht man es. Achtung, nochmal leicht nach vorne. Da, siehst du, wenn wir nochmal
da sieht man schon was. Liebe Zuschauer, Sie sollten hier wirklich auch bestellen, den Final Countdown der 6-Kanal 3D Soundbar unter der ZX1603 und der 569. Und auch unsere lieben Damen hinter der Kamera, der liebe Kevin aus dem Set, ja, alle wippen hier mit dem Fuß, weil einfach dieser Klang überzeugend ist, weil dieser Klang einfach wunderbar ist, sodass jeder einfach das Gefühl hat, sich bewegen zu müssen. Rhythmisch natürlich zu ihren Hits. 284,91 € versandkostenfrei. Eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 700 €. Liebe Zuschauer, lassen Sie sich einfach selbst überzeugen. Da bin ich ganz cool. Ich lande immer wieder bei Gloria Gaynor. Der also, liebe Carsten, der ist schon sprachlos. Oh, ich sehe hier gerade auch, ja. Hier ist was los im Studio. Hier wird ordentlich getanzt. Also, die Feiertage hinterlassen ihre Spuren definitiv, egal ob vorher oder nachher. Aber ganz ehrlich, wir feiern doch unterm Strich gesehen einen Geburtstag. Und kein Mensch hat uns jemals verboten, an einem Weihnachtsabend oder grundsätzlich an den Feiertagen auch mal herzhaft zu lachen. Dafür sitzt man doch mit der Familie zusammen, oder nicht? Und wenn dann auch noch das Klangpaket passt, wenn das Essen passt natürlich und wenn die Stimmung einfach gut ist, dann kann das Jahr 2007 doch kommen, oder? Alles Gute und danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie bei uns. Geht direkt danach weiter.